15 pflegeleichte Balkonpflanzen für einen sonnigen Standort. Wer einen Balkon hat, der volle Sonne abbekommt und nicht gerade einen grünen Daumen hat, der wird sich fragen, ob es denn auch Balkonpflanzen für einen sonnigen Standort gibt, die im besten Fall auch noch pflegeleicht sind. In diesem Video zeigen wir 15 Pflanzen, die genau dem gerecht werden. Auf einem sonnigen Balkon leiden viele Pflanzen unter der intensiven Lichteinstrahlung. Das helle Licht wird oft noch durch weißen Anstrich oder verglaste Brüstungen reflektiert und auf einer Dachterrasse sind Pflanzen von allen Seiten der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Sie trocknen aus und verbrennen förmlich in der Hitze. Wie ist dein Balkon ausgerichtet? Es gibt aber eine ganze Reihe von robusten Pflanzen, die mit diesen Bedingungen gut zurechtkommen. Erstens Heidekraut. Vor allem, wenn der Balkon auch im Spätherbst und Winter dekorativ begrünt bleiben soll, ist das Heidekraut Erika eine hervorragende Wahl. Allerdings stehen auch solche Sorten wie Schneeheide zur Auswahl, deren Blütezeit bereits im Januar beginnt und über den ganzen Frühling hinweg dauert. Die Sommerheide blüht dagegen, wie ihr Name es schon verspricht, den ganzen Sommer über. Auf welche Monate die Blütezeit der Erika auch fällt. Dieser kleine Strauch ist immer grün. Erikas mögen es nicht nur sonnig, sondern auch eher trocken und ziehen Böden mit hohem Sandanteil vor. Es sind insektenfreundliche Pflanzen, die im urbanen Kontext für mehr Artenvielfalt sorgen. Ansonsten benötigt das Heidekraut nur wenig Pflege und lässt sich auf Wunsch und wenn genug Platz vorhanden ist, mit Zypressen und Thujas kombinieren. Zweitens Petunien. Die einjährige Petunie gehört zu den Nachtschattengewächsen und stammt aus Südamerika. Hitze und Sonne schaden ihr nicht und führen zu vermehrter Blütenbildung. Wind und Regen behagen ihr weniger und die Kombination führt zu Schäden an ihren empfindlichen Blüten. Diese haben die Form eines Grammophontrichters und verwandeln von Anfang Mai bis zum ersten Nachtfrost im Herbst mit ihren leuchtenden Farben jeden Balkon in ein Lichtermeer. Die erhältlichen Farben reichen von Weiß über Rosa, Rot und Violett bis zu Blautönen mit vielen gestreiften oder geäderten Varianten. Die Blätter sind dunkelgrün, leicht behaart, klebrig und leider auch giftig. Gieße das Wasser bitte immer direkt in die Erde und entferne regelmäßig abgestorbene Blüten und abgestorbene Triebe. Die schnell wachsende Pflanze benötigt viel Nahrung und sollte alle 2 Wochen Dünger erhalten. Wie oft düngst du deine Balkonpflanzen? Drittens Geranien. Die Geranie ist auch unter dem Namen Pelargonie bekannt und stammt ursprünglich aus Südafrika. Im Handel sind hängende und aufrecht wachsende Sorten erhältlich. Die Sträucher können bis zu 40 cm hoch werden, während die Hängegeranien niedriger bleiben und dafür sehr lange Triebe ausbilden. Als Balkonpflanzen sind sie pflegeleicht und kommen auch mit starker Sonne zurecht. Das Farbspektrum der Blüten reicht von Weiß über Rosa, Lachsrot und Rot bis zu violetten Farbtönen, oft auch zweifarbig oder in gestreifter Form. Es sind Sorten mit halb- oder ganz gefüllten Blättern erhältlich, ebenso Sorten mit duftenden Blättern oder Hochstammgewächse. Die Geranie benötigt regelmäßige Düngergaben und viel Wasser, verträgt aber keine Staunässe. Du kannst auch einen halbschattigen Standort wählen, solltest die Pflanze aber wegen ihrer brüchigen Triebe keinem starken Wind aussetzen. Überwintern kannst du die Pflanze im dunklen Keller, wenn du die Triebe zurückschneidest und lockere Erde vom Ballen entfernst. Viertens Stiefmütterchen. Die genügsamen Stiefmütterchen gehören zur Familie der Veilchen. Das Gartenstiefmütterchen und das Hornveilchen mit seinen kleineren Blättern sind die am meisten verbreiteten Sorten. Die Pflanzen sind kleinwüchsig und können schon ab Februar in die Balkonkästen gesetzt werden. Dort wecken sie mit ihren weißen, gelben, roten oder lilafarbenen Blüten die Erwartung auf den Frühling und blühen bis in den Sommer hinein. Stiefmütterchen aus Gewächshäusern sind nicht winterhart und sollten vor späten Frösten geschützt werden. Wenn du die Stiefmütterchen im Herbst pflanzt, erstreckt sich die Blüte bis in den späten Frühling. Die Pflanzen vertragen einen sonnigen Standort und müssen immer feucht gehalten werden, mögen jedoch keine Staunässe. Entferne regelmäßig verwelkte Pflanzenteile und dünge die Balkonpflanze alle 3 Wochen. Die schwarzäugige Susanne stammt aus Südostafrika und gehört zur Familie der Himmelsblumen. Ihre Blätter sind herzförmig und die weißen, gelben oder orangefarbenen Blüten 5-teilig. Mit einem schwarzen Auge im Zentrum. Sie bevorzugt einen windgeschützten, warmen Standort in voller Sonne und entfaltet unter diesen Umständen ihre volle Blütenpracht. Als Balkonpflanze kann sie mit einer Rankhilfe schnell eine Höhe von 2 Metern erreichen, eignet sich aber auch als Hängepflanze für Blumenkästen und Blumenampeln. Die Pflanze sollte unter Glas vorgezogen werden, da sie nicht winterhart ist und erst nach 3 bis 4 Monaten im Freiland zu blühen beginnt. Die schwarzäugige Susanne freut sich über viel Platz,
einen feuchten, durchlässigen Boden ohne Staunässe und eine Düngergabe im Abstand von 2 Wochen. Sechstens, Männertreu. Das einjährige Männertreu ist auch als Lobelie bekannt. Es stammt aus Südafrika und gehört zur Familie der Glockenblumen. Die polsterförmige Pflanze hat längliche, etwa 2 cm lange Blätter und ihre Blüten leuchten in Blau oder Violett, oft mit einem weißen Auge in der Mitte. Mehrere Pflanzen wachsen zusammen und bilden einen Blütenteppich. Im direkten Sonnenlicht entfaltet das Männertreu seine maximale Blütenpracht. Hängende Pflanzen für die Blumenampel bilden bis zu 1 Meter lange Triebe. Die pflegeleichte Pflanze solltest du regelmäßig gießen und alle 2 Wochen mit Dünger versorgen. Vermeide Staunässe der Balkonpflanzen und schneide das Männertreu nach der ersten Blüte Ende Juli um etwa ein Drittel zurück, damit sich viele neue Ansätze bilden können. Männertreu zieht viele Bienen an, ist aber giftig und sollte deshalb außer Reichweite von Haustieren oder Kindern bleiben. Siebtens, Husarenknopf. Der Husarenknopf gehört zu den Korbblütlern und bildet Polster von 15 bis 20 cm Höhe. Er wird auch Miniatursonnenblume genannt und hat seinen Ursprung in Mittelamerika. Die einjährige Pflanze hat kleine, lanzenförmige Blätter und bildet ab Juni gelbe bis orangefarbene Blüten mit einem schwarzen Zentrum. Die Verwandtschaft mit den Astern ist an der Form der Blüten zu erkennen. Der Husarenknopf liebt viel Sonne und einen durchlässigen Boden, sollte aber nicht zu feucht stehen. Mit Wind oder Regen kommt er gut zurecht und Dünger benötigt der Husarenknopf nur in Maßen. Du solltest abgeblühte Teile regelmäßig entfernen, damit die Pflanze bis in den Oktober hinein neue Blüten bildet. Auch ein Rückschnitt verträgt die anspruchslose Pflanze gut. Achtens, Kappköpfchen. Das Kappköpfchen zählt ebenfalls zu den Korbblütlern und ist auch als Kappmargerite, Paternosterstrauch oder Bornholmmargerite bekannt. Die Pflanze wächst buschig und wird bis zu 40 cm hoch. Ihre Blätter sind klein und schmal und die körbchenförmigen Blüten leuchten je nach Sorte in weiß, gelb, orange, rosa oder violett. Es gibt auch Sorten mit gefüllten Blättern. Was ist deine Lieblingsfarbe bei Balkonpflanzen? Manchmal setzt die Pflanze für einige Zeit mit der Blüte aus, um dann wieder mit neuer Blütenpracht zu überraschen. Sie liebt einen sonnigen, nicht zu windigen Platz und gleichmäßig feuchte Erde ohne Staunässe. Dünger benötigt das pflegeleichte Kappkörbchen alle 2 Wochen. Die abgeblühten Stiele solltest du immer wieder kappen, damit sich neue Verzweigungen und Blüten bilden. Eine Überwinterung im Kübel an einem hellen, frostfreien Standort ist möglich, wenn du die Pflanze auf ein Drittel zurückschneidest. 9. Goldmarie. Die Goldmarie ist auch unter dem Namen Goldfieber oder Zweizahn bekannt und gehört zu den Korbblüten. Ihre Heimat ist Nord- und Mittelamerika. Sie wird bis zu 60 cm groß und hat längliche, stark gezahnte dunkelgrüne Blätter und gelbe, orangefarbige oder gelb-weiße, körbchenförmige Blüten, die auf Bienen sehr anziehend wirken. Die robuste Pflanze liebt einen sonnigen Standort und benötigt genügend Abstand zu ihren Nachbarn, da sie sonst andere Pflanzen verdrängt. Aus diesem Grund eignet sie sich auch gut für die Kübelhaltung. Sie braucht regelmäßig feuchte Erde, verträgt aber keine Staunässe. Im Sommer kann es erforderlich sein, die Goldmarie morgens und abends zu wässern. Da die Pflanze stark wächst und viele Blüten bildet, solltest du mindestens einmal wöchentlich Dünger geben. Weitere Pflegemaßnahmen sind nicht erforderlich. Allerdings fördert ein Rückschnitt Ende Juli die Bildung neuer Blüten. 10. Eisenkraut. Die Verbene stammt aus Südamerika und zählt zu den Eisenkrautgewächsen. Sie ist einjährig und wird auch als Eisenkraut oder Wunschkraut bezeichnet. Durch ihren Duft lockt die Verbene alle Arten von Schmetterlingen an. Die frostempfindliche Pflanze wird bis zu 30 cm hoch und hat eingeschnittene Blätter und weiße, rote, rosarote oder violette Blüten, die aus runden oder ährenförmigen Blütenständen bestehen. Es gibt aufrecht wachsende und kriechende Varianten. Die robuste Pflanze blüht bis zum ersten Frost, liebt viel Sonne und verträgt auch Wind und Regen. Die Erde sollte durchlässig sein, sodass sich keine Staunässe bildet. Du solltest die Verbene häufig wässern und einmal wöchentlich düngen. Wenn du verwelkte Triebe und Blüten entfernst, förderst du die Bildung neuer Blüten. Diese lassen sich zu schönen Blumensträußen arrangieren und können auch getrocknet werden. 11. Elfensporn. Der Elfensporn zählt zu den Braunwurzelgewächsen und wird auch als Doppelhörnchen bezeichnet. Er stammt aus Südafrika und ist sowohl halb aufrecht wachsend als auch als Hängepflanze erhältlich. Er erreicht eine Höhe von 30 cm und seine Blüten sind in Rispen angeordnet und strahlen weiß, rot oder rosa. Die Pflanze liebt einen sonnigen, vor Wind und Regen geschützten Standort.
Der Elfensporn nimmt Trockenheit übel, verträgt aber andererseits keine Staunässe, sodass die Erde durchlässig sein sollte. Alle 4 Wochen benötigt er Dünger. Verblühte Pflanzenteile solltest du regelmäßig entfernen. Nach der ersten Blüte kann der Elfensporn kräftig zurückgeschnitten werden, um die Bildung von neuen Blüten anzuregen. Durch einen Rückschnitt erreichst du außerdem, dass die Pflanze in einer kompakteren Form wächst. 12. Tausendschön. Das Tausendschön gehört zu den Korbblütlern und ist eine Zuchtform des einheimischen Gänseblümchens. Die Pflanze wird auch Maßliebchen oder Bellis genannt. Sie wird bis zu 30 cm groß, mit dunkelgrünen, länglichen Blättern und bildet auf langen Stielen bereits ab März weiße, rosa oder rote Blüten. Die Blütenblätter sind in Kränzen um eine gelbe Mitte angeordnet. Darüber hinaus gibt es auch Züchtungen mit gefüllten Blüten. Die Balkonpflanze freut sich über feuchten, durchlässigen Boden ohne Staunässen. Dünger benötigt die Blume höchstens alle paar Wochen in kleinen Mengen. Abgeblühte Pflanzenteile solltest du regelmäßig entfernen, um die Blütenbildung anzuregen. Die zweijährige Pflanze kann geschützt im Freien überwintern oder an einem hellen und kühlen Platz im Haus. 13. Leberbalsam. Der Leberbalsam aus der Familie der Korbblütler stammt aus Mexiko und dem Süden der USA und erreicht als Halbstrauch eine Höhe bis zu 80 cm. Die hochwachsenden Sorten eignen sich auch als Kübelpflanzen. Die eiförmigen Blätter des Leberbalsams sind mit Flaum überzogen und die buschigen, weißen, rosa, blauen oder violetten Blüten in eng zusammenstehenden Gruppen angeordnet. Er mag einen sonnigen Standort und ist unempfindlich gegen Wind und Regen. Die Pflanze verträgt keine Trockenheit, sollte aber auch vor Staunässe geschützt werden. Dünger benötigt er alle 2 Wochen und durch die Entfernung der welken Pflanzenteile kannst du die Blütenbildung anregen. Der Leberbalsam findet oft Verwendung als Schnittblume. Vorsicht ist bei kleinen Kindern oder Haustieren angebracht, da die Pflanze giftig ist. 14. Studentenblumen. Die Studentenblume gehört zu den Korbblütlern und stammt aus Mittel- und Südamerika. Sie ist sehr pflegeleicht und in unzähligen Sorten erhältlich. Die einjährige Pflanze wird bis zu 50 cm groß, manche Arten erreichen als Halbsträucher sogar eine Höhe von über 1 Meter. Die gefiederten Blätter mancher Arten sondern einen intensiven Geruch aus, sodass die Pflanze auch Totenblume genannt wird. Die korbförmigen Blüten sind gelb, orange, rot oder braun und können auch gefüllt sein. Studentenblumen als Balkonpflanzen lieben einen sonnigen Standort und haben keine Probleme mit Regen oder Wind. Der Boden sollte durchlässig sein und nicht austrocknen. Du solltest der Studentenblume alle 2 Wochen Dünger gönnen. Das regelmäßige Entfernen der welken Blüten regt das Wachstum an. Die Pflanze wird gerne von Nacktschnecken befallen, die du effektiv mit Bierfallen bekämpfen kannst. 15. Blaue Fächerblume. Die blaue Fächerblume gehört zu den Godeniengewächsen und stammt aus Australien und der Südsee. Die kriechende oder hängende Pflanze hat bis zu 50 cm lange Triebe und eiförmige, behaarte Blätter. Die blau-violetten oder lila Blüten bestehen aus einem Halbkreis aus 5 Blütenblättern und sind in Blütenständen angeordnet. In Blumenampeln und Balkonkästen bildet die Fächerblume dichte, weit überhängende Teppiche. Die Pflanze liebt feuchte, nicht zu kalkhaltige Erde ohne Staunässe, kann aber auch mal austrocknen, ohne Schaden zu nehmen. Du solltest die Balkonpflanzen alle 2 Wochen etwas düngen. Ein Rückschnitt oder eine Entfernung welker Blütenteile ist nicht erforderlich. Eine Überwinterung an einem hellen und kühlen Ort im Haus ist möglich, wenn du die Pflanze vorher auf 1/3 kürzt und in der Ruhezeit nur sparsam gießt. Fazit: Die aufgeführten Balkonpflanzen sind pflegeleicht und blühen an einem sonnigen Standort erst richtig auf. Hierfür musst du nur wenige Tipps beherzigen. Wenn deine Balkonpflanzen der prallen Sonne ausgesetzt sind, benötigen diese mindestens einmal täglich Wasser. Hilfreich sind in diesem Fall Blumenkästen mit Wasserspeichern und Wasserstandsanzeige. Die Pflanzen müssen den Kasten aber erst vollständig durchwurzelt haben, um an die Wasserschicht zu gelangen. Deshalb sollten die Blumen nach dem Einpflanzen in den ersten Wochen normal von oben gegossen werden. Anschließend reduziert sich ihr Aufwand deutlich. Wenn du den Balkonpflanzen nun noch regelmäßig Dünger gibst und gelegentlich welke Pflanzenteile entfernst, wirst du mit lang andauernder Blütenpracht belohnt. Lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Für mehr Tipps und Tricks rund um Haus und Garten, folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen oder besuche unsere Website. Alle Links findest du unten in der Infobox. Wir sehen uns im nächsten Video.